Die Parabel P hat die Funktionsgleichung y ist gleich 0,5x² plus 4x minus 2. Die Punkte Pn mit den Koordinaten x, 0,5x² plus 4x minus 2 liegen auf der Parabel P. Berechnen die Koordinaten des Punktes P1 für x gleich 3. Es soll also die Koordinaten des Punktes P1 berechnet werden. Und wichtig ist, P1 gilt, wenn x gleich 3 ist. Alles, was wir also machen müssen, ist die allgemeine Formel mit Punktkoordinaten der Punkte Pn hernehmen und für jedes x bei diesen Punktkoordinaten unsere Voraussetzung einsetzen. Also für dieses x und auch für dieses x. Also gilt für P1, die x-Koordinate ist 3, einfach eingesetzt, und die y-Koordinate wäre 0,5 mal 3 Quadrat plus 4 mal 3 minus 2. So, den rechten Teil können wir noch vereinfachen, in einer kleinen Nebenrechnung zum Beispiel. 0,5 mal 3 Quadrat ist 9 plus 4 mal 3 sind 12 minus 2. 0,5 mal 9 sind 4,5 und das können wir auch schon zusammenrechnen. 12 minus 2 ist 10, also plus 10 und das sind gleich 14,5. So setzen wir noch einmal ein. P1 hat also die Koordinaten 3-14,5 und damit sind wir fertig.